Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zum 18. Tag beim Whiskey Jason 2021 Blind Adventskalender. Am Anfang gibt es immer einen Spruch. Ich wünsche, dass du dich an den kommenden Tagen ganz deiner Familie widmen kannst und wünsche dir einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Daher genieße die Feiertage, verbringe harmonische und erholsame Tage im Kreis deiner Lieben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch, also im neuen Jahr, die nächsten Herausforderungen zu meistern, welche auch immer das sind, ja. Okay, gut. Hier weiß ich nicht, ist das ist sehr, sehr hell. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Farbstoff drin ist. Schauen wir mal, was wir haben. Keine Ahnung. Also, so, wir werden erstmal riechen. Da ist ein bisschen Rauch drin. Oder es ist einfach eine krasse Fehlnote. So, Rauch, Fehlnote, keine Ahnung. Plastizin. Das ist hier dieses Play-Doh-Note übrigens, ja. Aber da ist eine florale Moment, der da durchkommt. Fruchtig ist es wenig, getreidig ist ein bisschen mehr. Wein kann ich nicht sagen. Holzig kaum. Würzig ein bisschen und süße ist auch ein bisschen da. Auch das ist eine interessante Sache. Habe ich hier, glaube ich, noch nie diese Form hier schon gehabt. Also das ist hier neu, oder? Ja, also hier Getreide und Fruchtigkeit und floral weit vorne. Dafür Würze und Holz wenig. Auch ein bisschen hier von Torf. Der ist merkwürdig, um das einfach zu sagen. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin in Japan. Aber weißt du, in Japan ein Blend, also ein Blend ist da, wo man ein bisschen zusammen vermixt und das wirkt, als ob es kreiert wurde in eine gewisse Richtung. Aber da ist leicht verbrannte Gummigeruch. Ha, cheers. Wesentlich mehr süßer, als ich gedacht habe. Probleme habe ich schon. Ja, wo bin ich in alle Welt? Ist das Japan? Keine Ahnung. Die Süße überrascht mich. Das, was in der Nase ein bisschen war, ist hier mehr. Fehlnoten. Fruchtig, floral, bisschen runter, torfig, bisschen runter, Fehlnote bleibe ich dabei, würzig. Ja, da ist ein kleines bisschen am Ende her und holzig gehe ich auch ein bisschen nach oben. Also die Süße überrascht mich hier enorm. Gut. Eine Abkürzung habe ich einmal hier genommen, aber das ist gut. Also, nicht arg anders als was ich bisher hatte. Allerdings die Süße geht nach oben und die Getreidigkeit geht weit nach oben. Auch eine Fruchtigkeit ist da, floral ein bisschen unten, also torfig ein bisschen unten, Fehlnoten ein bisschen unten. Also, der schmeckt halbwegs gut. Also, ich bin hier mit meiner Bewertung jetzt. Gut, kommen wir rüber zu mein Rätsel des Tages. Ich glaube, das ist der Whisky, mit dem ich am wenigsten bisher anfangen könnte beim Aufschreiben. Einmal lag ich vollkommen daneben. Gut, nochmal zurück. Aus Campbellton, meine ich Campbellton, Kleinlisch 14.
Ich war überzeugt, das war etwas anderes, was mir nicht gefiel. Bei Glendronach 12 war ich nicht begeistert, aber okay. Aber hier, also gut, Alkoholgehalt 43, 46 ist es noch nicht. Alter, no age statement, keine Ahnung. Welche Fässern? Bourbon, ich habe kein Wein. Farbstoff, ich sage nein, das ist so hell. Land, Schottland. Region, Highland. Brennerei, keine Ahnung. Mashbill, 100% gemälzte Gerste. Preis 42 Euro. Note 3. Tendenz 3 plus. Preis, Leistung 3. Wo bin ich hier? Welche hat einen Hauch von Torf und so viel Süße? Also, der Alkoholgehalt stimmt nicht, aber wenn ich wirklich darüber nachdenke, ist ein bisschen wie ein Waterford, aber das ist Irland. Aber ich habe noch nie ein torfiger Waterford gehabt. Aber was ist? Ach, ich schreibe einfach Bruchladdich. Gut, der torfige Bruchladdich aus Schottland ist der Bruchladdich. Okay. So. Ja, ich halte noch mal fest. Hier, ein bisschen nach oben geht mein Daumen hier. Ich habe ein 3, 3 plus gegeben. So, wo bin ich? Also, ich bin selbst absolut hier überrascht und geschockt. Connemara, 12 Jahre alt, Irland. Cooley Juice, Peated Single Malt Irish Whiskey. Wow, also 40%. Ich habe 43 getippt. Shame on me. So, ich schenke noch was ein und ich probiere noch mal. Und was ich gleich hier tun werde, ist auch noch mal hier, glaube ich, meine Normal-Connemara auch dazu zu nehmen. So, ich mache Platz, Glas. Ja, hier. Griffbereit. Da. Also der Normal-Connemara. Ob ich mir den besser finde, weiß ich nicht. So, lasst uns hier einschenken. Natürlich nicht. Also, der 12er war immer bisher mein Kandidat. Allerdings Preis-Leistung zwischen den beiden ist enorm. Du kriegst zwei, manchmal zweieinhalb im Angebot davon vom eine 12-Jährige von Connemara. Und das ist echt das Problem hier. So, hier, das ist richtig vorne, das ist auch richtig vorne. Gut. Ja. Okay, in der Nase gefällt mir das besser, aber es ist frisch eingeschenkt. 40, das heißt, ich verliere 6 Punkte. Fast immer. Also, wenn ich Punkte verliere, Alter, no age statement, 0 Punkte, 12. Ich glaube, das ist Bourbonfässern. 10, Farbstoff. Steht es irgendwo darauf? Natural Color. Lass uns hier sehen. Kilbegan Company. Cooley Distillery, Peated, hier steht nichts drauf. Aber von Farbe her würde ich sagen, ja. Okay, gut. Wer mehr Informationen hat als ich gebe mir trotzdem die 5 Punkte. Land Schottland 0, Highlands 0, Bruichladdich 0. 5 Punkte, denn da preislich sind wir bei 52,90 €. Das heißt, 10 Punkte habe ich verloren. Okay, das heißt, ich habe 15, 15, 25, 34 Punkte. Ich war so stolz am Anfang, habe ich so gut gemacht. Und jetzt am Ende kacke ich ab. Also, vielleicht habe ich ein paar gute Tage am Anfang gehabt und am Ende nicht so gut. Okay, gut. Nochmal hier. Connemara 12. Also, riechen tut der Connemara normal besser. Okay, ich fange damit an. Hier steht mit Farbstoff. Hier steht nichts. Da ist auch die süße, getreidige Moment dabei. Ich würde mich echt einfach mal interessieren, wie die PPM ausfällt hier für Connemara. Also ich würde sagen 12.
So, schreiben wir her. Conne, Mare, Whisky. Da muss irgendjemand was irgendwie erwähnt haben. PPM. Holy cow. Also hier steht bei Taste Up, genau, hier, sogar bei whisky.de. Der Torfmoor ist der rauchige mit 50 ppm. Der Connemara Original steht hier auch. Ungewöhnlich für diesen Irish Whisky, es er peated mit 55 ppm. Entweder ist meine Geschmacksnerven kaputt oder das stimmt nicht. Nee, nie im Leben hat das 55 ppm. Sorry. Kann sein, aber glaube ich nicht. Sorry. Der 12-Jährige? Weicher, runder, schöner. Auch im Geschmack, auch mehr Vanille dabei. Ja, also das kann man tatsächlich trinken und das kann man wirklich genießen. Gute Beschreibung, nicht wahr? So, welche torfige Whisky aus Irland findet ihr am besten? Ist das ein Connemara 12 oder ein Connemara Green? Ist das jetzt hier das ganze neue Zeug, was vom Great Northern rauskommt? Auch Dingle hat auch jetzt hier was Torfiges ins Fass reingelegt. Es gibt hier die, wie heißt das, Silky hat auch denn da rauchige Whisky schon nach Deutschland gebracht. Two Stacks hat natürlich rauchige Whiskys hier gebracht. Bushmills ist nicht richtig. Teeling hat hier mit deren Pit, irgendwas Pit, auch ein Sauternes gereifte torfige Whisky nach Deutschland gebracht. Ja. Es gibt viele, viele, und es wird sehr, sehr viele mehr geben, leider, aus meiner Sicht. Aber so ist das. Gut, also ich bleibe hier bei meiner 3 bis 3 Plus. Also, schöne Sache. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Alles Gute euch. Ich lese noch meinen Spruch hier. Ich hoffe, dass du dich in den kommenden Weihnachtstagen ganz auf deine Familie widmen kannst und wünsche dir einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Daher genieße die Feiertage, verbringe sie harmonisch und verbringe harmonische und erholsame Tage im Kreis deiner Familie. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch in dem neuen Jahr die neuen und die nächsten Herausforderungen zu meistern. Alles Gute, Whisky Jason. Bis dahin, ciao.